Bald auch keiner wie nahe. Da hast du ein Holzstück. Du weißt, was du machst. Denke um. Fahr jetzt zu deinem Bau. Super, ich habe mir das leichter vorgestellt. Deswegen war halt die Frage, ob wir da nicht einen Harvester nehmen würden. Damit wir die Bäume alle schön zusammen haben. Vielleicht sind die einfach zu lang. Hey, irgendein Licht? Ne, das war noch ich. Das war Rückfahrlicht. Stopp, Start, Stopp, Start. Müsste er da nicht irgendwas machen? Muss ich dann von draußen noch irgendwas machen? Irgendwas hat er wohl jetzt gemacht, oder? Hallo F5? Nee, ist kein Trigger hier irgendwie. Kannst du ja auch selber mal irgendwie. Ja, dann versuchen wir ihn nochmal. So. Ist da noch irgendwo eine Anleitung dazu? Vielleicht nochmal schneiden. Vielleicht einfach zu lang. Wann das Zeug sind drin? In Postgerät oder wie? Ja. Oder Holzanhänger. Otto Lodwood, die Maschine. Fahrt. Mit B laden. Otto Lodwood. Eigentlich soll's gehen, ja? Start, stopp. Was ist das? Toxic Commods oder wie? Das. Timberrunner. Ah, jetzt geht's. Was? Wie jetzt? Ja, wenn ich hier mal wegkomme, kann ich das sagen. Vorwärts? Vor? Häng mal ab. Warte mal. Dolly. Ja, ich muss grad. Geräte wechseln. Das Gewicht ist schuld. Haben wir es gleich. Noch einmal. Jetzt. Du musst die Seite auch auswählen. Links oder rechts? Dann immer auf der anderen Seite. Ja. Ich dachte, das ist nur beim Abladen wichtig, aber. Stimmt, war jetzt beides mal die gleiche Seite. Ist recht. So, und jetzt dann Seite wechseln mit. Wo war das jetzt wieder? O. Rechte Seite und dann starte. Schaut das dann aus? Mit B startet er hier aufladen einfach. So, seht ihr jetzt, wenn du hier langläufst? Erst. So. L, dann B. Zack. L. Also muss neu, oder wie? Ja. Mal neu triggern. Ah, wie der Baumstamm einfach da drauf liegt. Ja, ist vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber. Also lange. Den will er nicht. Der ist vielleicht zu lang. Ja, zu lang gewesen. Nee. Nee, nee, scheiß ab und ich sitz auf. Den muss auch abschneiden wahrscheinlich. Warte. Und das nun. So. Jetzt geht's ja. Die Spitze auch noch mit. Wo ist denn die? Also da. Direkt daneben. Ja, jetzt hat er sie. So. Passt. Also funktioniert schon. Man muss halt ein bisschen vorsichtig herangehen. Was mir halt nicht gefällt, ist, ja, der Wald hier. Tja, ist halt ein Wald. Ja, ist aber schon krass, der Wald. Es ist nicht wirklich ein Wald. Das ist einfach nur zwei, drei Bäume hier stehen, oder? Sag mal ehrlich, das ist eigentlich so richtig Wald, ist das nicht. Wenn du mal hochgehst mit Mausrad. Man, das sieht einfach so übelst geil aus, wenn du hier oben bist. Ist die Felder, es wächst halt langsam, da hast halt voll Überblick.
Ja. Wie klein unsere Farm ist und Stress. Das ja, sieht wirklich toll aus. Vielleicht sollten wir am Anfang mal an den Straßen die ganzen Bäume zusammensuchen, weil die sind alle gewachsen. Dann hätten wir es auch leichter. Ja, für den Anfang. Wenn doch mal irgendwo mit großem Gerät. Ja. Komm, fährst du runter mit. Ne, so, ne, wir haben zwei Schlepper hier, gell? Ich nehm deinen kleinen, nimm du den großen. So. Fahr mal runter zum Hof. Wenn zu Ende. Fahr mal zum Hof runter. Die Frage ist halt immer, wann der fallen will. Achso, du schneidest einen Baum oder was? Ja, jetzt fährt er. Oder doch nicht, meine Güte. Ey, das können die mir noch nicht erzählen, egal was das jetzt hier für ein realistisches Spiel sein soll. Ein Baum so nicht umfällt. Ja, das ist halt alles. Das musst du verstehen. Aber irgendwie unser Mod, ich weiß nicht, ob das das Wahre vom Ei ist, weil ständig, wenn du jetzt gerade Forst machst, du halt ja. Mit dich ständig zurücksetzen musst. Ja, normal müsstest du ja auch mit Taste 1 zu 3 arbeiten. Für die Aufrufe. Also für, ja, Kettensäge. Ja. Will ja rein theoretisch auch funktionieren. Man müsste halt einfach gucken, ob man das umsetzen kann. Kannst du es ja umsetzen, müsste auch ganz normal ein Kies sein. Mir gefallen die Bäume, fliegen die Bäume auch nicht so rum. Kann rum sein, wie du willst. Jetzt. Ne. Und dann nimmt das doch einfach automatisch mit, stellst einfach daneben. Und nimmt den mit. Fährst ein paar Meter nach vorne, er nimmt den Baum mit. Das ist geil. Dass du was nicht cool wär. Ja, cool ist es schon. Wenn es in Real Life auch ging, wär's noch geiler. So, welche Straße? Ja, ich bin einfach runter nach dem Hof. Fällt ich gerade ein paar Bäume. Tja. Fällt einfach mal so eine Nordmantanne hoch. Wenn es keine Nordmantanne sein wird. Noch klein schneiden. Blablabla. So. Nein. Hey. Wo ist denn der? Die Asten wäre halt auch mal nicht schlecht. Ich bin gerade dabei. Aber muss dazu sagen, gell? Das mit dem Hochscrollen ist halt für den Entasten genau richtig, weil du kannst in der Luft entasten. Und den Baum abschneiden auch. Da schneiden wir ihn hier mal ab. Normalerweise entastet man aber auch direkt. Der Typ fällt erstmal hier drei Bäume. Ja, kommt immer wann. Ab und zu mal. Mal schon. So. Mehrere Bäume auch fällen. Und dann erst entasten. Also hier. Da. So. Kann man den auch noch um? Schneiden wir noch ein paar Bäume. Dann schauen wir, was wir aufsammeln können. Und was noch nicht geht. Was wir noch mal schneiden müssen. Von der Länge her. So, den noch. Oh, hier ist ziemlich lang der. So, jetzt müssen wir mal gucken, es hat geheißen, so. Ja, von hier, links Alt und rechts Klick, kriegt man Metermaß, cool. Oh, jetzt links Alt und rechts Klick. Zugleich. 9 Meter, aha. Okay, cool. Da wäre jetzt interessant zu wissen, wie lang ist der Anhänger. Da könnte man die Bäume dementsprechend dann gleich lang machen. Ja, wen interessiert das? Was? Naja, du hättest die volle Kapazität von Anhänger ausgelegt, die Länge. Warte mal, ich werde mal testen, das müsste ja. Bleib mal stehen kurz. Müsste ja hier auch gehen. Also links, so. Bleib stehen. Der Hänger ist 10 Meter lang. Das heißt, mit 10 Meter können wir die Baumstämme theoretisch abschneiden.
Da machen wir 9 Meter, so 8 Meter, 9 Meter. Wenn du jetzt nicht hier die ganzen Bäume zusammenfahren würdest, sondern ordentlich machen würdest, das klappt. Du hast halt alle Bäume. Ja, du musst auch nicht durch den Baum durchfahren. Sind auf der Seite vorbei. Die halt ein bisschen mehr bewegen. Dann müsste es rein theoretisch alle aufladen können. Habe ich die nicht schon geschnitten? Sichern war L. Ludwig. Was machst du denn da? Bin in meinem Baum oben oder was? Ja. Er hat da irgendwie ein bisschen komisch während der Fahrt waren. Naja. Jetzt haben wir rechts wieder. Hab wieder alles zusammen. Zack, musst du erstmal loslassen normal. Aber dann tut er halt sich wieder bewegen. Ja, aber da fliegt er runter. Der Baum auch so mit wieder runter. Genau. So, jetzt ist der nächste noch. Dann hau ich da den Baum noch um. Wieso sichert er den einen jetzt nicht weiter? Der bleibt einfach auf. Liegen, der eine. Ja, ab und zu mal ist ein bisschen. Also die Spanngurte gehen durch den Baum durch. Mei. Und wir haben dann hier einen Platz, stell das mal vor. Ja, und die Baumstämme müsste man, also den Baumstumpf müsste man dann noch wegtun. Ja. Beziehungsweise neue Bäume setzen. Da könnte man uns selbst einen Wald hinmachen. Der funktioniert. Nicht so ein Mist, was da ist. Sieht halt einfach so krass aus. Du sägst die auseinander, ich nehme die direkt mit. War den großen noch da hinten. Dicken fetten auch, dann müssen wir, glaube ich, fahren, dann bis die Folge. Ja. Fahren wir dagegen. auf einmal soll ich dagegen fahren. Autsch, Autsch, das war nicht so ganz. Du, ist das Gewicht unten oder was? Das ist so. Das ist nicht gerade das, was man sollte, dass auch ein Schlepper fliegt, aber. Rechts haben wir eh. Nicht in Ast. Das ist immer so, sich auch überlassen. Der will die entastet haben, übrigens auch komplett. Sonst hat er es gerade nicht eingesteckt. Okay. Er darauf achtet er. Ich hab den gerade einfach nur entastet und er hat ihn dann aufgehört. Kann aber nicht alle Bäume entasten da. Ob du wieder rumfährst hier. Mit Dolly? Dolly irgendwie rückwärts. Weil du fährst halt dann einfach rückwärts irgendwie und vorwärts und. Das wird nichts. So, den noch und dann kann man schon fahren. Ich weiß auch nicht, was so genau mein Plan ist. Ja, das weiß ich auch nicht. Einfach den Baum noch mitnehmen. Fahr mal einen größeren Kreis. Könnte auch helfen. Und jetzt müssen wir hoffen, dass die Bäume uns was bringen.